Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Trek Online. Das hier müsste Folge 442 sein, wenn ich richtig gerechnet habe. Wir sind gerade dabei, die neue Episode aus Könige und Königinnen überrascht zu spielen. Das ist Teil 2. Und ja, wir haben gesehen, dass die Sternenflotte angegriffen wurde von neuartigen Borg aus dem Spiegeluniversum, wie sich im Verlauf der letzten Folge herausgestellt hat. Und wir. Ja, am besten lese ich mal den Dialog hier vor, bevor wir weiterlaufen. Ich kann dann im Verlauf des, also im weiteren Verlauf eine kurze Zusammenfassung bieten. Okay, unsere beste Chance, die Technikabteilung zu erreichen, ist durch die Jeffreys-Röhren zu gehen. Sobald wir dort oben sind, gibt es mehrere Routen. Wir müssen uns aufteilen. Schicken Sie Ihre Offiziere einen Weg entlang. Wir nehmen dann einen anderen. Das erhöht die Chance, dass zumindest eine Gruppe dort ankommt, intakt und nicht assimiliert. Also unser Auftrag ist wie folgender. You are to report to Admiral Kumarke at Starbase One as soon as Ja, okay, possible. dann kann ich jetzt auf die Weise keine Zusammenfassung bieten. Ja, wir helfen jetzt Harry Kim hierbei, sein Schiff zurückzuerobern oder zumindest die Borg zu stoppen, beziehungsweise zu helfen, wo wir können. Ich weiß ja nicht, was für Optionen wir jetzt noch haben. Und Okay, agreed. Good luck, everyone. den Let's get Dialog hatte ich moving. ja schon vorgelesen. Das stimmt, viel Glück, legen wir los. Ich treffe den Rest von Ihnen auf der Technik, in der Technikabteilung. Dann gehen wir mal durch die Jeffreys-Röhren. Wieso bist du bei mir? Sollte nicht jeder eine andere Route nehmen? Aber okay. Captain, Lieutenant Wen and I are heading. Captain. Commander. Commander! Internal comms are being jammed. I think we can boost the signal near here. This way. Captain Leutnant, Wen und ich werden rauschen. Commander, die interne Kommunikation wird blockiert. Ich denke, wir können das Signal hier in der Nähe verstärken. Hier entlang. Kommunikation verstärken. Okay. Erledigt. Nice. We were able to boost comms without taking down anything critical. Let me try calling McDonald back. Gut, wir konnten die Kommunikation verstärken, ohne etwas Kritisches zu deaktivieren. Lassen Sie mich versuchen, McDonald zu kontaktieren. Nun gut. Kim to McDonald. Repeat your last message. Kim an McDonald. Understood. See you at engineering. Bitte wiederholen Sie Ihre letzte Nachricht. Ben und ich gehen zur Technikabteilung. Wir treffen Sie dort. Verstanden. Wir treffen uns in der Technikabteilung. Gut, da gehen wir jetzt hin. Sag mal, muss das so langsam gehen, die Latscherei? Also ich bin's nicht, der hier bremst. Das Spiel bremst mich. Computer, unlock this door. Aufredner. Override code Kim 314 Alpha. Computer, Tür aufschließen. Code bla, Leberkäse. Ich nehme mal an, durch die. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, durch dieses Plasma zu gehen. Ich glaube nicht. Ich habe auch keine Minimap zur Verfügung im Augenblick. Okay, wir folgen einfach Harry. That EPS conduit is leaking. Should be able to reroute the flow around here. Diese EPS-Leitung hat ein Leck. Wir sollten in der Lage sein, den Fluss umzuleiten. Ja, dann machen wir das mal. Thanks for getting that. I'm Vielen picking up a life sign ahead. Vielen Come Dank, on. ich habe auf den Sensoren Lebenszeichen vor uns. Kommen Sie. Computer, unlock this door. Override code Kim 2718 Epsilon. Computer, Tür aufschließen, Code bla, Leberkäse. Das sieht nicht gesund aus. Was ist denn mit dir? Ensign Kolick, are you okay? I'm fine, sir. Good. Come with us. Aye, sir. Ah! Captain! It's got my leg! Kolick! Damn it! I lost him. We should get moving. Fähnrich Kolick, geht es Ihnen gut? Mir geht es gut, sehr gut. Kommen Sie mit. Aye, sir. Ah, Captain, das hat mich am Bein erwischt.
Kolek, verdammt, ich habe ihn verloren. Wir sollten weitergehen. Der ist wohl von den Borg daran gehindert worden, da hochzugehen. Wir haben ja in einer Szene gesehen in der letzten Folge, dass die Borg ein Mannschaftsmitglied entführt Computer, haben. Unlock this door. Override code. Also, Kim 628 Omega. Ja, genau. Computertür abschließen, bla Lebercase. This is Kim. What just happened? Report! McDonald here. The drone charged one and I, and it blew up. Self-destruction. We're coming, Commander. Stay safe. Das ist Kim. Was ist gerade passiert? Erstatten Computer, Sie Bericht. Unlock this door. Override code. Kim 1839 Delta. McDonald hier, eine Drohne hat Wen und mich angegriffen und ist explodiert. Selbstzerstörung. Wir sind unterwegs, Commander. Passen Sie auf sich auf. Computertür aufschließen. Code Bla Lebercase. Looks like some Borg are behind that door. It's reinforced, but it's only a matter of time. Let's keep moving. Anscheinend sind hinter dieser. I need you to bring up security field on deck 3. We're on it, Commander. There should be an interface up ahead. Help me out. Captain, Sie müssen Sicherheitsfenster auf Deck 3 errichten. Wir kümmern uns darum, Commander. Da vorne sollte ein Interface sein. Helfen Sie mir. Hatte ich den anderen Dialog jetzt zu Ende gelesen? Anscheinend sind hinter dieser Tür ein paar Borg. Die Tür ist verstärkt, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Gehen wir weiter. Um der Vollständigkeit halber. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich das schon vorher gelesen konnte oder ob ich da unterbrochen wurde. Tech, Kraftfelder, was? Aktivieren. Gut, machen wir das. Bitte beeilen Sie sich. Dasselbe Minigame wie beim Asteroidenbergbau. Umgehung abschließen. Oh, no. Captain, they're on me. Oh nein, Captain, sie greifen McDonald. Mich an. Damn. McDonald, no, verdammt, keine Antwort. Another drone. Looks like a tough one. Take it down. Eine weitere Drohne, die sieht hart aus. Schalten Sie sie aus. So, assimilier das. The Borg's Vinculum is accelerating its regeneration. Tear it out before it heals itself. Das Borg Vinculum beschleunigt seine Regeneration. Reißen Sie es heraus, bevor es sich selbst heilt. Vinculum Regenerator. That was close. Nice work. Das war knapp, gut gemacht. Diese Drohne hat fortschrittliche Fähigkeiten, um sich selbst zu regenerieren. Apropos Drohnenregeneration, habe ich das drin? Augenblick. Eigenschaften. Wo war das gleich wieder? Hier. Langsame Borg-Anpassung. Chance auf kinetischen Schaden. Genau das habe ich gesucht. Gut, habe ich drin. Wollte nur sicher gehen. Das war knapp gut gemacht. Diese Drohne hatte fortschrittliche Fähigkeiten, um sich selbst zu regenerieren. Ja, wir ran into one of them earlier, before you arrived. That system isn't limited to self-repair. It can restore any Borg within range. They'll need to be priority targets. Ja, wir hatten es mit einer von denen zu tun, bevor sie angekommen sind. Dieses System ist nicht auf Selbstreparaturen beschränkt. Es kann jeden Borg innerhalb der Reichweite wiederherstellen. Diese Drohnen müssen zu Primärzielen werden. Verstanden. We should get to main engineering. The exit to this tube is just ahead. Da brauchst gar nicht so winken da hinten. Ich muss noch vorlesen. Wir sollten zum Maschinenraum gehen. Der Ausgang aus der Röhre ist da vorne, ja. Nur keine falsche Eile. Was ist denn das? Kleine Schildladung hilft mir jetzt auch nicht weiter, also nicht wirklich. Wieso habe ich da noch die Flotter drin? Okay, meine Trippelchen haben sich wieder vermehrt inzwischen. Ein bisschen Ordnung schaffen kurz. Und dann kann ich das ruhig so machen. Das ist noch vom Sommer-Event, habe ich noch gar nicht raus tun müssen. So. Gut, dann haben wir die hier unten drin. Vielleicht brauchen wir die Schildladungen und die Energiezelle ja doch noch. Danke, Jeff. Was durch Jeffreys Röhre klettern, dann machen wir das. Main Engineering isn't far from here. We're almost there. Der Maschinenraum ist nicht weit weg. Wir sind fast dort.
Haben wir hier wieder eine Karte zur Verfügung? Jawohl. Also die langsamere Borg-Anpassung ist mit Sicherheit hilfreich hier. Vorsicht, nicht anfassen lassen. Das sind die Primärziele da. So, dann assimilieren wir auch mal ein bisschen. Remodulate, ja, ich mache ja schon alles gut. Da, es ging eigentlich recht gut. Vielleicht sind diese Remodulatoren jetzt wirklich überflüssig. Oder wir haben das jetzt nur für diese Mission. Davon gehe ich aus, dass das missionsbedingt ist. Und wir deswegen... Ja, gut. Vielleicht haben sie es auch einfach aus dem Spiel genommen und ersetzt durch... neuere Varianten. Admiral Komarke! Glad to see you're still with us. Thank you, Captain. Let's do what we can with these Borg. Admiral Komarke, es freut mich zu sehen, dass sie noch unter uns sind. Vielen Dank, Captain. Sehen wir, was wir gegen diese Borg unternehmen können. Commander, are you okay? I'll manage, sir. Captain. We can't let them take the protomatter tech. I'm on it, Captain. Huh? You're an astrophysicist, not an engineer. Actually, sir, I minored in engineering at the Academy. Whatever you're gonna do, make it fast. Ich versuch's gleich vorzulesen. Sobald ich hier Luft hab. So, also. Sorry, ich bin spät dran. Commander, geht es Ihnen gut? Ich werde schon klarkommen, Sir. Wir dürfen nicht zulassen, dass Sie die Protomaterie-Technologie stehen. Ich kümmere mich drum, Captain. Hä? Sind Sie ein Astro? Sie sind ein Astrophysiker, kein Ingenieur. Sir, ich hatte Technik als Nebenfach an der Akademie. Was auch immer Sie unternehmen werden. Beeilen Sie sich. Gut. Gut, dass mein Team auf Zack ist. Übrigens inzwischen alles Elite-Offiziere. Ich habe die Truppe hier aufgerüstet, außer Nava. Also Velaya, Calrissa, Amakuni sind aufgewertet. Elite-Offiziere. Ich muss mich mal ganz kurz heilen. Und die markierten, diese Vinculum-Drohnen sind Primärziele, hat er uns erklärt, ja. Weil die anderen Drohnen wieder aufstellen können. Und ich muss wahrscheinlich deaktivieren, genau. So, alles gut. Wow, it actually worked. Wow, es hat tatsächlich funktioniert. Was genau haben Sie gemacht, Doktor? I flooded the chamber with an improvised form of digital chaff. It masked the presence of the protomatter tech. Gave me time to put up a security field. As far as the Borg are concerned, there's no protomatter here. Or on the ship. Ich habe die Kammer mit einer improvisierten Form von digitalen Tauschkörpern geflutet. Das hat die Anwesenheit der Protomaterie-Technologie maskiert. So hatte ich Zeit, ein Sicherheitsfeld zu errichten. Soweit die Borg wissen, gibt es hier und auf dem Schiff keine Protomaterie. Hervorragende Arbeit. We should be safe for a while. Let's hope they don't figure out my sneaky trick anytime soon. Admiral Komarke, is your vortex data secure and functional? Wir sollten jetzt eine Weile sicher sein. Hoffen wir, dass Sie meinen Trick nicht so schnell durchschauen. Admiral Komarke, sind Ihre Daten über den Wirbel sicher und funktionell? Gute Frage. Admiral? I'll run a diagnostic now. Give me a moment to make some final entries. That should do it. Oh, oh no! 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 Help! Das ist scheiße, das ist blöd gelaufen. Drone. It referred to Komarke as its target. The Borg were after her all along. The rest? All the death? The loss? Just a diversionary tactic. Diese Drohne, sie hatte Komarke als Ziel. Die Borg sind hinter ihr her. Der Rest? Der ganze Tod? Der Verlust? Nur ein Ablenkungsmanöver. Ja, zum Glück konnten sie weder ihre Forschungsdaten noch ihre Technologie erbeuten. Bloß die hat das Wissen in ihrem Kopf, ne? For now. Once they figure that out, they'll be back. And we're barely intact as it is. Komarke's the key. We need to mount a rescue mission before she's assimilated. Vorerst. Sobald sie das verstanden haben, werden sie zurückkehren. Und wir sind derzeit nur noch gerade so intakt. Komarke ist der Schlüssel. Wir müssen eine Rettungsmission starten, bevor sie assimiliert wird, ja. Bisher waren wir noch nicht Zeuge einer Assimilation durch diese Art, also durch diese terranischen Borg, ne?
Ja, da stimme ich zu. First things first. We can't rescue anyone until we knock that cube's shields down. That's a pretty tall order. Eins nach dem anderen. Wir können niemanden retten, bevor wir die Schilde des Kubus ausgeschaltet haben. Das wird ein ganz schönes Stück Arbeit. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dies zu bewerkstelligen, Captain. Right. Return to your ship, while I rally my remaining crew and get the Inoue back in the fight. Okay, kehren Sie auf Ihr Schiff zurück, während ich meine verbleibende Crew versammle und die Inoue wieder kampfbereit mache. Looks like the Borg added a few spheres to their ranks while we were dealing with their friends. Let's deal with them so we can focus on getting the shield down on that cube. Anscheinend haben die Borg ein paar Sphären in ihre Ränge aufgenommen, während wir uns mit ihren Freunden herumgeschlagen haben. Kümmern wir uns um sie, damit wir uns darauf konzentrieren können, die Schilde dieses Kubus zu deaktivieren. Bestätigt. Are you reading this? The vortex is fluctuating again. Multiple signals coming through. It could be more Borg vessels. Moment, empfangen Sie auch diese Messwerte? Der Wirbel fluktuiert erneut, es kommen mehrere Signale durch. Das könnten noch mehr Borgschiffe sein. Roter Alarm, alle auf Gefechtsstationen. Bei den Ferengi hieße das wahrscheinlich Geschäftsstation, oder? This is Captain Avami of the Trelloon. Help is on the way. Das ist doch das verschollene Schiff aus der letzten Episode. Da ging doch eins verloren. Offenbar konnten die Lucari im Spiegeluniversum Unterstützung holen. Play that, Captain. Admiral Kumarke is on that cube. Understood. I shall inform our allies. Fire to disable all the cube. Warten Sie, Captain Admiral Kumarkis, auf den... Warte mal. Die Verteidigung des Kubus ist deaktiviert. Schalten wir ihn aus. Warten Sie, Captain Admiral Kumarkis, auf diesen Kubus. Verstanden. Ich werde unsere Verbündeten informieren. Nur zum Deaktivieren schießen. Dieses neue Schiff hier da. Offenbar haben die Lucari von diesem verschollenen Schiff irgendwie Unterstützung organisieren können im Spiegeluniversum. Jedenfalls erkläre ich mir das gerade so. Ich weiß das jetzt gerade nicht, aber dieses Schiff taucht in dem Einsatzkommando, das ich kurz erwähnt habe, der Guillotine, taucht dieses Schiff auch auf. Und es scheint eine neue Alien-Rasse zu sein, die sie damit eingeführt haben. So, werden wir gleich erfahren, denke ich. We'll deal with the first contact protocols later. Right now? Our new friends have given us the chance we need to rescue our people. I think I've located a hostile free transport site on sensors, but it's hard to be sure with these Borg. Sending you the coordinates now. Let's beam over and get the job done. Um die Protokolle für den ersten Kontakt können wir uns später noch kümmern. Unsere neuen Freunde haben uns die Chance gegeben, unsere Leute zu retten. Ich denke, wir haben einen nicht feindlichen Ort für einen Transport auf den Sensoren, aber bei diesem Borg kann man sich nie sicher sein. Ich übermittle Ihnen jetzt die Koordinaten. Beamen wir uns herüber und erledigen die Sache. Wir nehmen wieder das berühmte Team. Belaya. Amakuni. Und wir nehmen auch wieder Navar mit.
Jo, das ist übrigens ein Screenshot von der neuen Episode. Ready weapons. Wait. They're inactive. Hard to tell if they're dead or alive. Okay, wir sehen, das sind keine Alkoven, wie wir sie kennen. Normalerweise sind die grün beleuchtet, diese hier sind rot, so wie die Kuben auch. Waffen bereit machen. Moment, sie sind inaktiv. Es ist schwer zu sagen, ob sie tot oder lebendig sind. Die Alkoven sind aktiv, ja, das sehen wir. We've seen how much more advanced they are than the Borg in our universe. Something could be masking their life signs. We need to find out how. Also wir sehen auf jeden Fall Bolianer, Romulaner, würde ich sagen. Kenne ich nicht. Noch ein Bolianer. Ja, okay. Wir haben gesehen, dass sie viel fortschrittlicher als die Borg in unserem Universum sind. Etwas könnte ihre Lebenszeichen verschleiern. Wir müssen herausfinden, wie das geschieht. Da stimme ich zu. Let's start by scanning the Borg in the alcoves here. Take advantage of their inactivity to study them up close. Beginnen wir, indem wir die Borg in den Alkoven hier scannen. Ihre Inaktivität erlaubt es uns, sie aus der Nähe zu untersuchen. Ein guter Ort, um zu beginnen. Wir stellen jetzt die Trigora aus. Ich möchte mir die Gesichter mal anschauen. Also Bolianer haben wir hier. Was ist das hier? Schwer zu sagen. Menschlich ist jedenfalls nicht, wenn dann modifiziert. Das würde ich sagen, ist romulanisch. Naja, egal. Tut jetzt nicht wirklich was zur Sache. Wir haben wieder keine Minimap zur Verfügung, auch keine Bereichskarte. Oder für einen kurzen Moment hatten wir eine. Aber nur ganz, ganz kurz, für eine Millisekunde. Gut, folgen wir mal dem Weg. Mangels anderer Optionen. Kann ich mit euch irgendwie interagieren? Was bist denn du für einer? Schwer zu sagen. Kann man da jetzt. Mach mal auf. Gibt's hier irgendwo eine Konsole, mit der ich hantieren könnte? Nee. Gut, dann schauen wir mal in die andere Richtung, ob da was geht. Warte mal, Nische scannen. Da ist eine Option gewesen. Are you seeing this? Looks like they're using modified Ngojian tech to conceal their life signs. Barely reading them, even up close. Sehen Sie das? Anscheinend verwenden sie modifizierte Technologie der Angosianer, um ihre Lebenszeichen zu verbergen. Selbst aus nächster Nähe ist da kaum etwas messbar. Das ist fast so effektiv wie eine Tarnvorrichtung. It gets worse. It looks like there's a local field that renders our tricorders useless past close range. That means no maps and no long-distance scans. We're at a big disadvantage in here until we figure out how to compensate for all the interference. Und es kommt noch schlimmer. Anscheinend gibt es vor Ort ein Kraftfeld, das unsere Tricorder auf größere Distanz nutzlos macht. Das bedeutet, dass wir keine Karten haben und keine Langstreckenscans. Bis wir herausgefunden haben, wie wir all diese Störungen umgehen können, haben wir einen großen Nachteil. Verstanden. Fahren wir fort. Halten Sie Ihre Waffen und Modulatoren bereit. Alright, let's go. Okay, wir waren da vorhin wohl schon richtig, nur zu früh dran. Ah ja, jetzt haben wir da grün. Grün heißt, ich darf passieren, oder? Normalerweise. I see a console over there. Let's check it out. Da drüben ist eine Konsole. Sehen wir uns das an. This is not good. I'm picking up a lot of technology that our Borg don't have access to. Klingon, Zenkethi, even Dominion. They have advanced Starfleet tech as well. Weapons-grade transphasic systems. Das ist nicht gut. Ich messe eine Menge Technologie, auf die unsere Borg keinen Zugriff haben. Klingonische Technologie, Zenkethi-Technologie, ja, selbst Technologie des Dominion. Sie haben ebenfalls fortschrittliche Technologie der Sternflotte. Waffenfähige transphasische Systeme. Gibt's auch gute Neuigkeiten? Their baseline operations tech is close to that of our Borg. We should be able to operate low-level systems like doors and platforms, which is good. Since we'll need to cross that gap to move forward.
Die einfachere Technologie ist vergleichbar mit der von unseren Borg. Wir sollten in der Lage sein, einfachere Systeme zu bedienen, zum Beispiel Türen oder Plattformen. Und das ist gut, denn wir müssen diesen Zwischenraum überbrücken, um weiterzukommen. Finden wir es heraus, wir werden versuchen, die Plattform hochzufahren. Okay, the console we need is a little further down the way. Okay, die Konsole, die wir brauchen, ist ein wenig weiter da vorne. Okay, und um diese Plattform, um diesen Weg hier geht's wohl. Ich habe jetzt eine holographische Plattform erwartet, aber so ist es mir lieber. So far, so good. Let's cross before we're detected. So weit, so gut. Setzen wir über, bevor wir bemerkt werden. Davon ist die nächste Konsole. Another platform to raise. Let's hope our luck holds out. Da ist eine weitere Plattform, die wir hochfahren müssen. Hoffen wir, dass uns das Glück nicht ausgeht. Had to go and jinx it, didn't I? This console's on a higher security protocol than I can bypass, at least with a tricorder. Think we'll have to find another route. Da habe ich mir wohl zu früh gefreut. Diese Konsole hat ein höheres Sicherheitslevel, das ich nicht umgehen kann. Zumindest nicht mit einem Tricorder. Ich denke, wir müssen einen anderen Weg finden. Haben Sie Vorschläge, Captain? I saw a doorway on our way here. Let's try that. Also gut, gehen wir zu dieser auf dem Weg hierher hin habe ich eine Tür gesehen. Versuchen wir es dort. Also gut, gehen wir zu dieser Tür zurück. I suppose it would have been too easy if that worked. Ich schätze, das wäre wohl zu einfach gewesen, wenn es funktioniert hätte. Sehe ich auch so. Irgendeine Schwierigkeit muss es ja geben. Ja, okay. Hold on. Let's run a scan on that node in the ceiling. Warten Sie, wir sollten diesen Knotenpunkt an der Decke scannen. Ich denke, ich mache hier eine neue Aufnahme auf, damit die Informationen, die jetzt dann wahrscheinlich reinkommt, in der neuen Aufnahme drin ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.